Meine lieben Freunde des gepflegten Listeners, willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Ein wunderschönen. So, wir sind. Oh Mann, ich mach jetzt mal. Ich hab's aber nicht einfach hier. Jetzt bloß nicht zu stark vom Gas gehen und nicht stehen lassen. So. Ja, ich hab das jetzt noch ein bisschen was umgestellt, weil ich hab gesehen, es tut mir leid, die letzte Aufnahme hat ein bisschen gerubbelt. Und das lag einfach daran, weil ich, oh Gott, ich fahre hier schon wieder irgendeine Scheiße zusammen, weil ich wieder woanders hingucken habe. Hat eine falsche Einstellung getroffen in OBS. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt umgestellt und jetzt dürfte wieder alles wunderbar glitschen. Wunderbärchen, Bärchen. Ja. Ja, wir haben in der letzten Folge die wunderschöne BGA gekauft und wir haben den Drescher mit drauf genommen. Ist jetzt nicht der Dominator geworden, sondern du kannst sagen, was es ist. Ich bin hier Holland. Ja, mal wieder ganz anderes. Aber was wollte ich sagen? Du hast ja gerade gesagt, es soll jetzt wieder alles lutschen, ne? Flo hat heimlich gleich gelitten, bitte gehaut. Was? Was hat denn das mit Flutschen zu tun? Gleitgel. Die Folge wird schon wieder so pervers, ne? Oh Mann. Oh. Der MP-Track, schafft das? Schafft das? Bursch. Das schafft er. Erstmal ein Schlückchen nehmen, ne? Aber schnell verjagt Gleitgel an die Reifen. Oh Mann. Es gibt inzwischen, mal von dem anderen perversen Thema abzuweichen, es gibt Gleitgel für die Reifen. Was? Damit kommt ihr nicht mehr von, kommst du nicht mehr von der Stelle. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Geh auf YouTube. Echt? Aber ja. Da schmeckt doch Öl an die Reifen. Nee, es ist nicht Öl, es ist irgendein Schleim. Den legst du auf den Boden. Du fährst, wenn du drüber läufst, schaust du dich instant hin, du kannst nicht mehr aufstehen. Fährst du mit dem Auto drauf, rutscht das Auto weg. Du kannst nichts machen, du kannst Vollgas nach vorne geben. Das passiert null. Kann höchstens sein, dass du irgendwie auf Seite rutscht. Einfach ganz was Besonderes. So, ich möchte jetzt hier. Geht dort, ja. Das braucht jede Fahrschule. Kannst einfach 50 Vollgas geben, das. Ich stell dir mal vor, du fährst einen BMW, der mit 300 km/h fährt. Ich stehe mit 300 km/h, also 300. Wie viele Umdrehungen sind das? Keine Ahnung. So x-tausende Umdrehungen am Reifen auf der Stelle. Das muss doch nur warm werden. Jo. Schwierig. So, jetzt ziehen wir hier hoch. Oh. Jetzt haben wir eins nicht bedacht. Die Schräge ist zu viel für den Bürger. Ja, das vielleicht auch. Und wir müssen den Drescher mieten. Ja. Wir haben 4500. Schwierig. Du, vielleicht haben wir da was nicht mitberechnet. Aber nur ja. Vielleicht. Bank. Hol die Sturmmaske raus. Warte. Moment. Hier haben wir 300.000 Euro Geld Schulden. Wir haben 300.000 Geld Schulden. Was? 3.000? Ja. Wir haben 300.000, Mensch. Nee, 300.000 Geld Schulden. Wait, what? Also wir haben insgesamt 300... Achso, ja, Ne, warte, wir haben wie viel Schulden? Oh, Geld. Schulden. Ah, ja. Scheiße. Das hatten wir vorher nicht. Natürlich. Wir hätten doch bloß 100.000. Nein, wir haben Feld 2 gekauft. Oder Wiese 2. Wie ist das nicht mehr? Schulden aufgenommen? Ja, 200.000. Oh, Scheiße. Aber die BGA haben uns selber verdient, ohne Kredit. Nur den Drescher, nee. Ja. Wirklich. Was hast du jetzt eigentlich gerade gemacht? Beziehungsweise gemietet? Oder gekauft? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab bloß immer Geld hin und wieder zurückgegeben. Ach so. Ich hab kurz so gesehen, wir haben so 99.000. Und dann jetzt wieder 19. Und ich hab mir gerade so. Soll ich jetzt den Drescher kaufen oder mieten oder was soll ich machen damit? Weil jetzt haben wir schon. Also, nur so, ne? Jetzt haben wir schon Schulden. Ja, es ist halt. Mehr sind oder weniger macht jetzt auch nicht mehr viel aus. Ist halt die Frage, ne? Ja.
Ach komm, da willst du nur fahren, kaufen. Die ganze Zeit den Mieten macht ja sowieso keinen Sinn. Doch, doch. Ich miete jetzt mal 150. Da kommt kurz F11 und nachher sind die Schulden wieder beglichen. Flo. Ja. Für Laien können wir uns nichts mehr, ne? Ne, da? Nee. Ach so. Wie viel kostet das Ding? 140. Und der schneidet weg. Ja, ne? Hätte könnte knapp werden. Ja, wir brauchen ja eigentlich auch nichts mehr mieten, weil wir hauen den Hafer weg. Wir hauen ein bisschen Heu weg. Wenn wir es nötig hätten. Und dann passt die Sache. Meinst du, das schaffen wir? Hm? 40 plus 30. Doch, doch. Wir belieben. Ihr Zuschauer, ihr müsst die Daumen drücken. Der muss lügen. Naja, aber auch nur ganz knapp, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder auf 4000 sind oder weniger haben. Also wir werden natürlich immer noch ein bisschen mehr haben. Ja, okay, dann ist ganz gut. Also ich kauf den jetzt, ne? Ja, kaufen. Die ganze Zeit mieten macht da keinen Sinn. Also ich kauf den für 150.000. Ja. Das ist glaube ich die mittlere Ausführung, ne? Stück hier unten mal dann nachher. So. Kurz noch mal was zum Erzählen. Real Life Story. Ich war heute fleißig. Wir haben auf Instagram folgt, hat's gesehen. Wieder fleißig im Wald unterwegs. Dann fällt vom Baum um. Beziehungsweise haben wir gefällt. Dann nehmen wir so: was glitzert denn da am Boden? Geh so hin. Hebst so auf. Eine Flasche Jägermeister. Schön, schön. Mit Obstsei war die. Brauch mal. GPS braucht man. Nur so brauchen wir beide Reifen. Nee. Unsere ich soll euch einen schwarzen kaufen. Der kostet halt nicht mehr, ne? Ja, dann hau raus. Wenn es nicht schwarz gibt. Gibt es schwarz? Moment mal. Okay. Immer das. Ist es dann noch ein New Holland? Ich weiß es nicht. Oder ist es dann Black Holland? Ein schwarzer Holländer. Oh Mann. Ja, okay, das mache ich dann. Ach komm, scheiß drauf, das mache ich jetzt halt. Die Dinger müssen da weg, das kann ich doch keiner angucken, wenn da die ganze Zeit so Grashupsis rumstehen. Das geht nicht. Das können wir so nicht lassen. Und ja, das ist glaube ich die Folge. Nee, ist es nicht. Scheiße, das ist schon die Folge danach. Schönes Silvester bzw. neues Jahr. Guten Rutsch. Oder ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Weil es hat ja jetzt schon begonnen. Egal. Wie gesagt, wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins Jahr 2022. 2021. Eieiei. Komm schon durcheinander hier. Flo? Ja. Kann nicht ganz gehen tun. Was denn? Oh Herz. Mit Wunderschalten hier? So. Geht das? Ja, das geht. Laut meinen Berechnungen sind es dann 200.000. Wir haben 199.552. Oh Mann, das ist das gleiche wie bei vorigen bei der BGA. Es fehlt so ein scheiß Fitzeler. Moment, ein kleines Fitzeler. Oh Mann, du. Nee, 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 die haben es auch nicht einfach. Die allen gerade, ist das einzige Projekt, wo wir die ganze Zeit so am Hungerbrot nagen, ne? So. Ich hab eine Idee. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dir die so gefällt. Hau raus. Wir kaufen. Alter, lass raten, die kleine Ausführung und pimpen sie dann. Nee. Nee? Das würde sogar klappen, aber wir kaufen mit 5 Meter das Rostelmesh. Ja. Den Rostelmesh-Aufsatz. Der kostet 18.000, dann wird's ausgehen. Ah, ich muss mir den kurz selber angucken. Der ist rot mit. Ja. Wir zeigen noch nicht den Drescher. Schneidwerk nur.
Also das wäre jetzt für den New Holland. 35.000 kostet die. Boah, Alter, total. Ja. Erwart vom Rostelmesh mit 5 Meter. Dieses Ach. Ganz normale Schneidwerk da. Achso. Bisschen weiter hinten. Mit 5 Meter. Ist das? Das ist das von hinten. Ja, aber ich muss sagen, glaube ich, wenn der New Holland schwarz ist, sieht es gar nicht so schlecht aus. Sollen wir das dann machen? Also, ich habe nichts dagegen, ne? Ich war kurzzeitig bei dem Gedanken, du meinst das Mähwerk vom ganz kleinen alten Rostelmesh. Schneidwerk. So. Bleibt da wieder was stehen. Oh Mann. Egal. Wird nichts Arsch gewischt, sagen wir, ne? Für 18.300. Der Schneidwerk. Hau raus. Und den Brecher. Wo ist der denn, Deutscher? In so. Black. In der Nummer größer. Nur die gleiche ist das Geld weg. Mit Michelin, weil die kosten nichts. Bis dato haben wir das Geld noch. Wir haben es immer noch. Ich warte. Sollen wir gleich den ganz großen kaufen? Nee. Schon sind wir komplett pleite. Und bisher warten wir uns doch noch für Notfälle auf die GPS kaufe ich? Nee, wir haben doch VCA. Ach scheiße, stimmt, da bauen wir das gar nicht. Dann würde es sich auch mit dem Original ausgehen. Oh scheiße. Okay, wir sind nee, schön. Wir sind's wieder, ne? Oh Mann. Nee. Oh Gott. So kennt man uns. Ich kaufe jetzt, so. Ja, kauf einfach. Der kostet aber 551.000. Aber ich kaufe den mit Michelin-Reifen, weil die kosten nichts. Ja, kauf ihn so wie dann durch. Haben wir halt kein Allrad, ne? Also, okay. Wir schon, aber. Das ist ein Allrad? Ja, gibt's wirklich. Echt jetzt? Ja. Da ist mir tatsächlich neu, aber okay. Bin dann haben, also, offen. Wir haben dann zwar schon Allrad, aber hinten flutschige Reifen. Ach so, oh nee. Schaut das gut aus? Kauf. Okay, jetzt ist es schon zu spät. Wir warten, bis er am Hof ist und dann gucken wir uns das ganze Spektakel an. Vielleicht oder schaut er gar nicht aus. Oder fahrst du gleich zu unserem Acker rüber? Ich fahr gleich zum Acker, würde ich sagen. Okay, das heißt, ich schnapp mir da den Lindner. Achso. Plus Anhänger. Naja, es schaut anders aus. Es ist. Gewinnungsbedürftig? Besonders. Besonders. Okay, gut. Besonders ist gar nicht schlecht. Ja, 5 Meter. Also ich will 5 Meter sagen, ja. Weil. Das. Nee. Aber Schneidwerkswagen würde ich dann sagen, kaufen neutralen. Am besten schwarz oder so. Aber wenn wir das nicht von New Holland nehmen, dann. Haben wir eine bunte Mischung. Hätten wir eine bunte Mischung. Ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. So, da la. Ich lasse jetzt absichtlich unten, Leute. Hallo? Ja. Also, komm mal ganz kurz an den Händler. Ja, warte. Bin hier. Mal ganz kurz einen Drescher ein. Ja, warte. Wir lassen rollen, ne? Und raustappen. Wunderbar. Nee. Der ist abgelassen. Uha. Meinst du, wir können so dreschen? Ach, du hast doch, der ist gekauft. Das ganz alte. Das habe ich vorher schon gekauft. Was ist ganz abgelassen? Das ist abgelassen. Ja. Die.
Ja, also die Antriebswellen, also würde gehen, ist zwar leicht verbogen, aber die Ernte, ja. Gibst du uns vielleicht nochmal? Schwierig. Gibst du uns dann vielleicht nochmal Geld, weil ich verkaufe das dann gleich übers Menü. Ja, ich kaufe dann gleich das passende. Dann war das Ding hier, kann man das in schwarz? Oh, es geht schwarz. Uiuiui. Okay, warte, dann verkauf das, Alte. Du musst uns dann noch 5.000 geben, ne? Okay. Kann ich machen. Okay, ja, du kannst kaufen. Gibst du uns da gleich nochmal 5.000? Jo, mach ich. Jetzt 5.000. Haben wir bloß 3. 2, 3. So, hast passt. Du das neue Schneidwerk schon gekauft? Ja, flaggt schon hier drüben. Ach so, ich hab das Ruckler. Wo ist das ganze Geld hin? Nee, das hat alles schon seinen Grund. Oha. Aber da lassen wir die Reifen. Ja, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, das sind die Michelin, oder? Das sind Michelin, ja. Ja, die gehen eigentlich voll gleich. Ja, eine gute Hupe. Keine Standardhupe. Keine nervige Hupe. Der hat wirklich simpler als sie. Hat er echt? Ja, hat er echt. Ja, ich habe schon irgendein Kreuzchen gesehen, warte. Ich kauf mir jetzt das Ding auch klar. Oh, herrlich. Kann ich einsteigen? Ich kann nicht einsteigen, oder? Ich hab. Oha! Oh, ja, ja, ja. Ich kann. Kannst du das von innen auch machen? Ja. Oh. Das ist geil. Ich muss mal einfach mal so sagen. Also, allzu viel hat es. Oh, da. Boah, ich kann Licht hier drin haben. Geil. Ja, ja. Schon geil ist das. Wenn ihr Fragen habt, wo es denn gibt, dann gibt's auf ModHub. Ja. New Holland T5 Pack müsste normalerweise sein, ne? Series oder irgendein, ja, Pack oder Series so. 5, irgendwie so, in dem Dreh, ja. Ah, da sind wir sind gar nicht mal allzu weit gerollt. Ich dachte, wir rollen weg, aber nö, passt. So, dann können wir eigentlich das aufheben und zusammenklappen. Weil, ich schnappe mir jetzt erstmal den Lindner und dann geht's mit den zwei Hängern zum Drescher. Oder sollen wir den Unitrag schnappen? Ah, ich nehme den Lindner Link-Track, weil mit Unitrack können wir dann sammeln. So, dann geht's hier runter. Boah, der hat voll die geile Beleuchtung. Also gut, ich habe auch ohne Scheiß 500 Euro mehr ausgegeben für 360 Beleuchtung. 360 Grad Beleuchtung. Ja, aber... Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Die 500 Euro. 500 Euro. Ja, das ist wahrscheinlich klar. Das ist ja... Das ist, also für mich muss ich sagen, in echt ist 500 Euro gut, war dann Geld, aber im LS ist, glaube ich, alles, was nicht im 1000 Euro Bereich ist, jetzt nicht so das Große. Oder nicht da, wo man sich jetzt sagen muss, oh, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Wenn es jetzt 5000 gekostet hätte, dann wäre es zum Überlegen gewesen, aber 500 ist meines Erachtens noch im Rahmen. Also ich habe halt zwei Scheinwerfer. Aber hey, das Teil geht 30. Ja. Die kleine Version. Angenehme Geschwindigkeit. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen die mittlere, weil die kleine wird bloß 25 Gang. 5 km/h langsamer. Dann müssen wir wieder VCA aber machen und alles und ach, kein. Dann machen wir mal die Türchen F. Aber jetzt haben wir Originalzeug. Ja! Oh. Ist sogar Shotgun. Ja, was ist das mit den anderen passiert? Müsste man vielleicht noch ein bisschen weiter raufschieben, aber sonst. Es hebt. Ah, die Anhänger, nicht schön, ne? Ich hoffe, ich krieg die da raus. Der Bührer steht halt auch noch rum, also... Wenn auf die Stellen mit Fender... Ja, geht. Geht, sag ich, ne? So, dann düsen wir jetzt gleich mal längs, dann umleuchte an. Schwöre, habe ich schon gefühlt heute, der braucht nicht nochmal was, sonst wird er eh zu dick. Und das wollen wir nicht. Ist zwar in echt noch Winter, aber so viel Winterspeck braucht er jetzt auch nicht, ne? So. Brauche ich hier immer gar nicht so viel gucken, weil hier fährt eh nichts. Bis auf wir. So. Hier vorne muss ich dann wieder gucken, weil das ist vielleicht schon das ein oder andere Mal passiert, dass da ein Auto kam.
Und dann hat er auch das gemacht und dann war ich nicht auf der Straße, sondern irgendwo anders. Oder mache ich das, ich mache ihn so und Unfall. Beste Unfallerklärung, ja. Kann man machen. So. Ich hab dich auch eingeholt, ne? Ich hatte Anhänger. Ja, hab ich beide dran. Wunderbar. Bremse hat er. Mit 3,50 in ein paar Metern im Stand. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Oh, herrlich. Aber ich muss sagen, unser neuer Deutsch ist einfach schön. Ich bin zwar nicht so wirklich der New Holland Fan, aber ich muss sagen, der Drescher ist nicht schlecht. Ey, und schau mal das Rohr an, ne? Das ist ultra geil. Wie weit das hoch geht. Na gut, ja. Ganz weit geht es auch nicht hoch. Aber ja, aber wir kommen auf jeden Fall, beim Rostelmesh war es so, dass die Anhänger, was wir jetzt dran haben, ja schon kritisch waren. Und, ja gut, ne? Und Leute, warte, flipp sich da mal ganz kurz aus. Ich muss den Leuten was zeigen. Ich kann wieder einen Helfer anstellen. Also das geht jetzt nicht, weil... Ah doch, jetzt macht das. Weil ich dran gestanden bin. Ja, es geht jetzt auch wieder der Helfer. Ich weiß nicht, es hat irgendeinen Bug gegeben, I don't know. Aber jetzt lügt die ganze Sache wieder. Ich freue mich, das heißt, ich kann jetzt selber wieder einen Helfer anstellen. Oh, ich wollte eigentlich vorhin schon runterschalten. Willst du dreschen oder soll ich den Helfer dreschen lassen? Lass drinnen. Okay, dann mach ich ihn wieder rein. Wir haben 8000. Ja, das passt. Das schafft er schon, ne? So, dann umleuchten kann ich ausmachen, brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ach, unsere wunderschöne Hafer. Oh. Ich glaube, bevor wir hier ernten, müssen wir nochmal kurz was machen. Weil das Unkraut war da halt nicht mehr drauf, ne? Aber ich musste ein bisschen was neu machen und dann haben wir da vielleicht vergessen. Ja. Die Folge wird dann um eine Minute kürzer. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, dann kommt natürlich die Abmoderation, jetzt die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Nein, warte, das war falsch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und unten den roten Knopf. Fast in den digitalen Graufärben, Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade immer das Pin.dec. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Rolling the dice, praying.